Gertrud Albers. Bin aktives Mitglied in der KfD in Steinfeld und bastel heute mit meinen Enkelkindern einen Palmenstock. Der Palmsonntag ist, ja, der ist wichtig für die Palmweihe und dass man den Palm oben, das Grüne, dass man das zu Hause hat, wird meistens hinterm, am Bildstock oder am Kreuz befestigt. Und ja, für die Kinder ist das nochmal wieder was Besonderes, so mit einem bunten Stock in der Kirche. Wir sind ja damals auch noch lange mit dem Palmstock gegangen. Heute, wenn die 10 sind, dann ist schon das Äußerste. Bei uns war das ja auch schon noch, dass wir mit 12 noch mit dem Palmstock gegangen sind. Also zu meiner Zeit gab es schon sowas und dann gab es auch schon das Netz und auch diese Hörnchen, sag ich mal, mit diesen umgeklappten und so, die waren da ja auch schon ganz gefragt. Und die, das hat sich eigentlich, ist das so, so ständig geblieben. Ich finde das auch sehr schön, ich finde das auch für Kinder schön. Das ist, glaube ich, auch eine Erinnerung, die man, glaube ich, ein Leben lang hat.